Hallo Freunde des Konsums. Wie ihr seht, nehme ich heute mal nicht in meinem Zimmer am Schreibtisch auf, sondern, wenn ihr es genau wissen wollt, ich bin im Bad. Ich hatte da nämlich eine längere Sitzung. Aber lassen wir das. Ich habe Post bekommen. Und zwar von designskins.de. Dein Designskin. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich verlinke es euch einfach hier. Seht ihr hier, ich habe meine Adresse entfernt. Hier steht noch Dein Designskin GmbH aus Kreuznach, Bad Kreuznach. Und ich möchte euch zeigen, was sich in so einem Brief befindet, wenn ihr da was bestellt. Also es gibt dort Skins für alle möglichen Geräte. Für mich interessant natürlich jetzt mal Apple iPod. Und da kommen auch schon die Sachen zum Vorschein. Apple iPod Skins kosten 14,95. Gibt billigere Seiten, aber hier ist die Qualität wirklich hochwertig. Erstmal hier der Brief. Da steht jetzt nichts Besonderes, einfach die Rechnung. 14,95 seht ihr dann nochmal. So. Dann, was kommt noch raus? Hier so ein Teil, es ist einfach wie ein Lesezeichen für ein Buch. Ich glaube, es bedeutet auch nicht mehr. Hier steht nur, wenn ihr ein Bild von euch mit eurem designten Objekt hochladet, bekommt ihr für den nächsten Einkauf einen 10% Rabattgutschein. Ist eine super Idee, finde ich. So, und dann jetzt mal zum Skin. Ich habe mein Skin selbst designt. Das kostet genauso viel wie ein vordesigntes dort auszuwählen. Und es sieht so aus. Ich habe mich zuerst erschreckt. Das sieht doch aus wie für den iPod 1G. Aber nein, hier steht es auch nochmal. Apple iPod Touch 2. Generation. Und ich werde das Ganze natürlich befestigen. Dann werden wir sehen, wie es aussieht. Hier. Die Vorderseite hat mich nicht interessiert, weil ich sowas ungern auf meinen iPod klebe, deswegen habe ich es einfach weiß gelassen. Da könnt ihr aber auch, kostet nichts mehr, noch irgendwas designen oder auswählen dort auf der Seite. Hier steht nochmal, wie es geht, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Da steht auch noch ein Link, wo man sich ein Video dazu angucken kann. Ich hole das Ganze jetzt mal raus. Gut zugeschweißt. Komm schon. Und da ist das Skin. Aha. Es riecht irgendwie so ein bisschen nach Klebstoff. Es kann allerdings auch dieser hier sein. So, hier die Pappe. Einfach nur. Und hier ist das Skin. Fühlt sich sehr gut an. Also wie gesagt, das Design hier findet ihr nicht auf der Seite. Das habe ich selbst gemacht. Vielleicht gibt es zu sowas nochmal ein Review irgendwie, wie man sich sowas für den iPod selber macht. Alles klar, ich werde das jetzt mal auf mein iPod tun. Ich habe schon mal ein Design reviewed, ein Skin. Deswegen wisst ihr, wie es geht. Aber ich mache jetzt kurz die Kamera aus und gleich wieder an, wenn es fertig ist. So, das Skin ist drauf. Wie ihr seht, bin ich wieder in meinem Zimmer. Um genau zu sein, ist jetzt schon ein Tag vergangen, seit ich eben die Kamera ausgemacht habe. Eben, in Anführungszeichen. Denn ich habe die SD-Karte irgendwie verlegt. Aber jetzt ist sie wieder da. Und mein iPod ist hier. Das Skin ist auf der Rückseite und ich werde euch das jetzt mal zeigen und so ein bisschen versuchen, die Vor- und Nachteile zu erläutern, denn ich habe es ja schon einen Tag mit mir rumgetragen. Das ist es, hier könnt ihr es sehen. Ich versuche mal gerade die Kamera ein bisschen. So, jetzt könnt ihr es auch hochkant sehen. Das Skin an sich ist Hammer, also ich meine jetzt nicht das Design ist ja von mir sowieso Hammer. Aber es sieht irgendwie so ultra iPod Touch Generation 1 aus, mit diesem viereckig ausgeschnittenen Ding wie der von der ersten Generation, und das passt mir irgendwie gar nicht, denn hier ist jetzt alles frei rundherum. Hier oben ist es so ein bisschen angepasst an den Sleep Button. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wahrscheinlich nicht. Hier an der Seite ist dann auch alles frei und hier unten natürlich auch die Ausgänge auch, und hier an den Ecken auch. Hoffentlich könnt ihr das erkennen. Ja, da ist es überfrei, was aber nicht weiter stört. Ich meine, man kann es jetzt, man muss jetzt kein Case mehr auf den iPod machen, denn hier verkratzt der garantiert nicht mehr durch das Skin. Aber halt leider hier, und deswegen mache ich schon noch ein Case drauf. Ich habe das mal ausprobiert. Cases stören nicht. Also das Skin, ich meine, Cases stören nicht. Ich wollte sagen, das Skin stört nicht beim Cases drauf machen. Ihr seht, alles normal.
Ja, sonst ist das eigentlich super. Es sitzt bombenfest, es war leicht aufzubringen. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, einen Anhaltspunkt zu finden, wo man da anfangen soll. Aber wenn man es einmal hat, ist es leicht. Man kann auch nochmal neu ansetzen, wenn man es verbockt hat. Hier war das Ganze drauf. Hier ist noch die Vorderseite, die habe ich ja weiß gelassen, weil ich das ungern hier drauf mache. Muss ich euch jetzt auch, glaube ich, nicht zeigen. Sieht einfach nicht so doll aus. Guckt bei meinen Videos, da seht ihr, wie sowas aussieht. Also, wenn ihr so einen Umschlag hier bekommt, dann freut euch, denn die haben einfach Hammer Skins zu guten Preisen. Und durch den Umschlag, der ist so richtig dick aus Pappe, kommt auch nichts dran. Ich habe schon mal erlebt, dass irgendwie durch den Poststempel, den die Post da draufdruckt, dann so ein mega Abdruck in was drin war. Aber es kann hier nicht passieren und es kann auch nicht knicken oder so. Also schaut es euch nochmal an. Es sieht echt cool aus. Das Einzige, was mich stört, ist wie gesagt hier oben dieses Freigelassene. Hier unten an den Ecken, das stört nicht. Das sieht eigentlich noch super aus, finde ich. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ich wollte euch erinnern, macht noch bei meinem Giveaway mit. Das läuft noch für die Cases für iPhone und iPod Touch. Und was mir aufgefallen ist, ich habe immer so andere Giveaway-Regeln, sage ich mal, dass ihr zum Beispiel euch euren besten Witz einfallen lassen sollt oder so, oder jetzt bei diesem neuen Giveaway eurem iPod Touch oder eurem iPhone einen Namen geben sollt. Und der Beste gewinnt immer. Und meine Ideen werden hier schon nachgemacht von anderen YouTubern, habe ich gemerkt. Einerseits ehrt mich das, andererseits ist das schon ein bisschen. Es hat mich einzigartig gemacht und jetzt ist es. Naja, egal, man kann nichts dagegen machen. Ich habe kein Patent auf das Ganze oder so. Natürlich nicht. Und ja, wie gesagt, kauft euch ein Skin. Ich verlinke euch das Ganze hier. Man kann damit auch super so machen. Na Quatsch, ich red ein bisschen Müll jetzt, tut mir leid. 14,95, es lohnt sich. Die haben auch eine riesen Auswahl an Skins. Ihr müsst keins selbst designen. Vielleicht zeige ich euch noch, wie sowas geht in einem anderen Video. Aber das hier war es dann jetzt erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.